Die bei einem Verkehrsunfall am 14. Dezember lebensgefährlich verletzte 39-Jährige ist im Verlauf dieser Woche ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei mit. Die Frau war in der vergangenen Woche mutmaßlich beim Überqueren einer roten Ampel von einem 23-Jährigen angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer war damals zunächst von der Unfallstelle zu Fuß geflohen und später zurückgekehrt. Es sollte geprüft werden, ob er möglicherweise zu schnell gefahren war. Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion zu dem nun tödlichen Unfall dauern weiter an.